Wetterpark präsentiert den Wettertalk MV. Herr Dr. Eichsmann, wir schreiben heute, so wie wir hier stehen, den 17.08.2022. Quizfrage an Sie. Was war vor 7 Wochen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir reden von Sommer, ne? Also vor 7 Wochen, ich weiß gar nicht. Ja, also da war also noch nicht. Um einfach mal sozusagen nicht falsch zu antworten, da war schon Sommer. Ja. Genau. Kann Sie sich erinnern und vielleicht auch Sie, liebe Zuschauer, da haben wir doch über den Siebenschläfertag gesprochen. Ja. Ne? Und liebe Zuschauer, wenn Sie die letzte Wettertalk-Folge vom 1.7. gesehen haben, dann haben Sie auch gesehen, dass wir da ein kleines Quiz bzw. eine Umfrage gemacht haben. Und wir beide nehmen Sie jetzt, liebe Zuschauer, mal mit und springen quasi in die Vergangenheit und gucken, was der Siebenschläfer am 1. Juli 2022 für ein Wetter prophezeit hat. Das heißt aber jetzt für uns quasi Sommer, Sonne, Sonnenschein und kein Regen. Fast richtig. Wir vergessen aber, dass wir sozusagen auch, der Meteorologe sagt immer gerne, konvektive, gewittrige Schauer. Also das heißt, wir haben es ja sehr, sehr trocken, sehr, sehr heiß, schwül. Und wir haben aber auch teilweise Unwetter, die in der Nacht sind. Das bedeutet, wir haben es ja sommerlich heiß, wir haben es ganz toll, aber im Endeffekt kommt doch immer dieses Unbeständige dort mit rein. Also das heißt, es ist nicht nur trocken und Sonne für die nächsten 6-7 Wochen, sondern wenn wir der Regel folgen würden und die Statistik untermauert das, das muss man wirklich ehrlich sagen, vielleicht nicht für 7 Wochen, aber 4-5 Wochen, dass diese Großwetterlage doch immer wieder häufiger vorkommt. Und das würde bedeuten, ja, weiterhin sehr warm, weiterhin auch sozusagen diese schwüle Witterung, aber immer mit dem sozusagen mit dem Augenmerk darauf, dass auch durchaus schwere Gewitter kommen kann. Herr Dr. Eichsmann, Sie haben ja vor 7 Wochen gesagt, beziehungsweise haben ja quasi die Prophezeiung noch mal bestätigt vom 7. Prophezeiung klingt gut. Ne? Ja, also, ja. Genau, das Wetter war ja am 1.7. quasi, haben Sie ja gesagt, schwül, kein Regen, trocken und heiß. Und ich finde, genau so ist das Wetter, finde ich irgendwie phänomenal. Ich als Laie finde das irgendwie total krass. Was sagen Sie dazu als Experte? Ich würde es nüchtern formulieren, also es, ja, Sie haben recht, in den letzten 7 Wochen war das genau so im Sinne von, wie man die Statistik über das Wetter, über die Witterung in diesen 7 Wochen erwartet hat. Also es war wirklich so, also wir haben sehr hohe Temperaturen gehabt, sehr starke Trockenperioden und dennoch haben wir immer wieder diesen Schluck aufgehabt, dass immer diese spülwarmen Witterungsperioden mit Gewitter, mit Schauern dazwischen waren. Ja, genau. Aber es ist doch Hammer. Ich meine, wie kann bitte ein kleines Tier, ein kleines Nagetier, dieses Wetter wirklich so gut voraussagen? Ja. Das ist, also das sprengt meinen Kosmos. Also ja, wir sind ja sozusagen, ich bin ja Doktor, ne? Und von daher gibt es noch ganz, ganz viel in der Zukunft zu erforschen. Und ich denke mal, eins gehört auch dazu, weil gerade Wetter ist eins der kompliziertesten, komplexesten Systeme, die wir überhaupt haben auf der Erde. Und deswegen wird das immer Larifari abgetan im Sinne von, naja, ne, die vom Wetter oder so wie wir jetzt. Aber man darf die Dynamik, das wirklich, was alles noch nicht verstanden ist, darf man nicht unterstellen. Und deswegen ist sozusagen alles, was in Sachen Wetter, Klimatologie oder aber 7 Schläfer, was wir da jetzt im Endeffekt sozusagen abschätzen für die Zukunft, also wenn ich mich jetzt auf den 1.7. da irgendwie zurück versetze, dann ist das schon schön, wenn man so ein Grundverständnis langsam entwickelt. Und wenn quasi die Metapher der 7 Schläfer da mit reinpasst als Tierchen oder als Name, dann ist das sehr schön. Ja, das stimmt. Welche Auswirkungen hat denn jetzt das jetzt herrschende Wetter auf die Menschen, also auf uns und auf die Natur? Also das sind 2 Sachen. Ne? Also ich denke mal, Natur, fangen wir mal von hinten an. Also Natur, wenn ich einfach mal die Pflanzenwelt mir angucke und wir sehen ja auch die Nachrichten, dass quasi die Flüsse immer weniger Wasserstände haben, da leidet so natürlich auch die Natur unter. Und alles Natur fängt natürlich bei den Pflanzen an, weil sie sozusagen die Grundlage der Nahrungskette sind. Und dann darf man nicht vergessen, 2018 hatten wir auch schon mal ein sehr, sehr warmes Jahr, auch sehr trocken. Ja. Und seitdem haben sich die Wasserstände auch gerade bei uns in MV auch nicht wirklich wieder erholt. Oh. Das heißt, das, was wir weniger haben, das war jetzt nicht dramatisch, aber wenn solche Ereignisse immer wieder kommen, dass wir immer quasi an unseren Ressourcen knappern müssen, dann wird es irgendwann nicht mehr nur schön und sonnig und sommerlich, sondern dann wird es auch gefährlich für die Natur. Ja. Das ist das Erste. Und wir natürlich in der Natur, Nahrungskette ganz hinten oder oben stehend, man denkt immer, das ist alles so schön, wenn überall die Sonne scheint. Aber nein, das ist nicht, weil wir sind natürlich dann auch sozusagen von den Auswirkungen ganz knallhart betroffen. Ja. Und einfach nur einen Punkt zu nehmen, Wasser ist die Ressource, für die führt man Kriege. Das hat man schon vor 1000 Jahren gemacht. Und das ist der Punkt. Also ohne Wasser geht gar nichts und ohne Pflanzen sowieso nichts. Und deswegen, immer wenn es schönes Wetter ist, finde ich, sollten wir darauf achten, dass man sagt, okay, aber zum Beispiel Wasser, alles, was damit zu tun hat, ist einfach notwendig. Ja.
Okay. Herr Dr. Axmann, wie wird denn das Wetter jetzt die nächsten 3 Tage? Wird es auch trocken, sonnig und heiß? Also ich würde es einfach mal so zusammenfassen, das kommende Wochenende, was wir hier am MV und auch gerade in Wismar, passt sich so ein bisschen ein im Sinne, dass wir noch der Siebenschläfer schläft, glaube ich, noch die paar Tage. Irgendwie ruht er noch. Dann sind wir ganz leise. Ja, weil ich denke mal, das, was wir haben werden am Wochenende, wird sehr, sehr ähnlich, sehr warm. Trotzdem sozusagen wechselhafte Komponente drin. Das werden wir an diesem Wochenende auch haben. Also ich sag mal, das Wochenende startet irgendwie 20, 22 Grad, schaukelt sich wieder hoch. Schauer sind drin. Je weiter ich Richtung Oder gehe, umso mehr werde ich das haben. Ja. Zum Teil gewittrig. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn wir gerade so wie hier in Schwerin, Wismar, Westmecklenburg, also diese ganze Region, dass die im Idealfall trocken bleibt oder man es nur Grollen hört. Und je weiter ich Richtung Oder gehe, umso mehr habe ich dieses kühle Nass von oben. Das heißt, ganz kurze Prophezeiung. Ja. Ich glaube, liebe Zuschauer, wir warten alle drauf. Wann kommt dann der nächste Regen? Also ich gehe davon aus, dass spätestens der nächste Regen, also der ist überall irgendwie wie Pilz im Wald, kommt mal, aber sozusagen flächendeckend gehe ich einfach davon aus, dass es sozusagen Anfang nächster Woche, in der Woche, dann so weit reicht, dass wirklich einmal durchgefegt wird. Okay, das hört sich gut an. Ja. Vielen lieben Dank an dieser Sehr Stelle. Gerne. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich würde mal sagen, wir drücken dann alle gemeinsam die Daumen, dass es wirklich bald wieder regnet. Das brauchen wir. Genau, bis dahin, machen Sie es gut. Wir sehen uns dann zu einem neuen Wettertalk wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.